Was wissen Sie über das Projekt Aspern Seestadt? Naja, gut, ich weiß sehr viel, und zwar aus dem einen Grund, weil ich kenne das noch, wie es noch der Flugplatz war, noch über das Autorennen dort hier, und dann ist umgewidmet worden, also dass das auf Wohngebäude und sagen wir, für Industrie weniger, aber für Gewerbe das verwendet wird. Außerdem hat man da ausgebaggert, dass da ein See entsteht. Es sollen auch irgendwelche warme Quellen darunter sein. Ob der See damit gespeist wird, das weiß ich natürlich nicht. Okay. Ja. Und was würden Sie am liebsten in eine Stadt bauen? Da an der Stadt Essen? Nein, zum Beispiel ein Einkaufszentrum oder eine Schule. Naja, gehört auch von jedem Fall dazu. Wenn so viele Wohnhäuser dorthin kommen, so gehört sowohl eine Schule als auch ein Einkaufszentrum dorthin. Mhm. Und auch irgendein Kulturraum würde auch ganz gut werden, wenn der mit eingeplant werden würde. Okay. Und wie finden Sie das, dass jetzt noch viel mehr Menschen nach Aspern kommen sollen durch diese Stadt? Weil es wurde ja schon sehr viel Platz verbaut. Warum auch nicht? Es ist ja ein wunderschönes Gebiet da heraus. Außerdem wird es jetzt erschlossen durch die U2. Somit haben viele Leute noch Platz bei uns hier. Mhm. Und glauben Sie, könnte es zu einem Problem kommen, wenn viele Menschen noch herkommen würden? Überhaupt nicht. Ich sehe kein Problem darin. Es muss natürlich das Straßennetz ein bisschen ausgebaut werden, aber da hat man sowieso die Außenumfahrung von Wien geplant. Und wenn das also wirklich das durchgeführt wird, dass es fertig ist, dann sehe ich überhaupt kein Problem mehr. Und könnten Sie sich vorstellen, in diese Seestadt zu ziehen? Na, warum nicht? Okay. Sicher. Und werden Sie das Projekt weiter verfolgen? Auf jeden Fall, sowieso. Okay, danke. Na, das ist ja alles.